Ich weiß, was jetzt passiert. Ah, ja, das. Ja, auch das geht. Bist du narrisch, Digga? Natürlich so. Und jetzt muss ich das einen hochsetzen. Die ganze Treppe hier. Damit wir Folgendes machen können. Meine Vögelchen, das wird jetzt vielleicht ein bisschen Aua werden. Ach, ein Frosch. Na. Ich warte drauf. Oder Skelett schießt mich hier oben runter. Either way. Ja, ist ein bisschen imposant der Raum. Aber für eine Metropole wie Genesium. So. Ah, ich höre ihn schon. Ah, fuck. Weißt du, da verglicke ich mich glatt, wenn ich das erste Mal den Kackenfrosch höre. So, und hier oben drauf. Ich hätte vielleicht noch ein paar davon machen sollen. Vögelchen. Warte mal. Was siehst du? Kannst du mal sehen, dass sowas von sowas kommt. So. Du kommst hier nicht nochmal her. Naja, der ist ein bisschen hoch, der Raum, ne? Ja, diesmal habe ich es ein bisschen übertrieben. Das kann sein. Wie mache ich das am besten? Boah, ich höre ihn. Ich habe ihn gehört. Da ist er. Ja, verpiss dir. So. So. Falsch. Ich wollte da jetzt eigentlich einen Vollblock dran klatschen. Bin ehrlich ein bisschen. Wie nennt man das? Nervös. Ja, nervös. So, hier wieder der typische Diabolgolem. Ist diesmal etwas höher der Raum, ja. Naja, wegen der vielen Treppen am Portal. Hui. Ja, und ich weiß, wie ich aussehe, wenn ich angestrengt bin. Wenn du das komisch findest, dann seid ihr das gewöhnt. So. Ja, der ist nicht nur ein bisschen. Oh, ein bisschen überstehend, das Ganze da drüben. Ja. Weil der Kackenfrosch mich eben nervös gemacht hat. Ja, ein kürzer. Ja, also ist zwei Blöcke höher diesmal. Ja. Eindeutig. Ich höre ihn wieder.
Der kleine Shit. Der Schitter. Nicht zu verwechseln mit dem Schnitter. So. Könnte man sogar noch einen oben drauf setzen. Alter, ist das eine Monstrosität? Ja. Aber wie ein Sturz. Ich mag irgendwie nicht mit Gerüstblöcken im Nether bauen, aus Gründen. Die sind sicher brennbar, ne? Kann das mal einer confirmen oder denyen? Hui, jetzt wird aber langsam Zeit für eine Pause, ne? Ja, ich finde schon. Alter, was für ein Monsterraum hier. Digga. Das kann mal so schief gehen, Digga. Ja, es ist hier jetzt nicht gerade sicher, das Ganze. Wow, was für ein Monsterraum. Also, wahrlich, ich sage euch, nie ist ein Raum gewesen, wie es dieser ist. So ein Tag, so wunderschön wie heute. Ich glaube, traue ich mich das? Ich weiß nicht, ob ich mich das trauen soll. Guck mal, geht doch auch so. So. Jo, Mutterliebende, war doch einer kürzer. Ich wäre wahrscheinlich tödlich gewesen, darunter zu springen. Ich sehe gerade, ich habe einen Fehler gemacht. So, dann. Also machen wir folgendes. Nein, wieso nicht? Ja, wahrscheinlich rede ich jetzt überhaupt nicht mehr. Dieser Kopfhörer zusammen mit der Mütze drückt momentan gerade mal wieder lustig. Ach so, ja, ich habe ja den Bügel oben mal wieder auf dem Knopf drauf. Ja. Das sollte ich vermeiden. Ich will gleich mal was ausprobieren. So. Da gehört noch was raus. Was mach ich bloß mit dem ganzen Netherrack? Hugo, Spitzhacke im Kopf. Ich sag's dir. So, aber ist eigentlich ganz entspannt hier, sagte er und wurde vom Gas abgeschossen. Nein, natürlich nicht. Sei mal nicht so fatalistisch, Vater. Sag ich immer. So. Oh, das sah eben wieder aus wie ein Gas da drüben.
Ja, also ich muss die Baustoffwahl hier irgendwie nochmal überdenken. Ah, so viel. So viel gutes Zeug. Nein, ist es gar nicht. Es ist Schrott. Es ist Schrott. Ich überlege gerade. Da ist was falsch. Da ist etwas grundlegend falsch. Ja, es ist grundlegend falsch. Ich frage mich nur, wie. Auf welche Art und Weise. Lass es uns rausfinden. Lass uns mutig voranschreiten. Ja. Ja, eigentlich habe ich da noch ganz Blöcke? Nein, habe ich nicht und deswegen kann ich nicht mutig voranschreiten. Weißt du, lass das mal. Ich habe derzeit eine viel wichtigere Angelegenheit am Start, denn hier gehört natürlich vernünftiges Material hin. Jeder Block, nicht Infiniburn, auf dem man stehen kann, ist ein Stück Sicherheit. Ihre Arroganzversicherung und bitte nicht darunter fallen. Guck mal, ist herzförmig, ne? Es lädt einen geradezu ein. Ich hab dich lieb. Will dich verbrennen. Ja. Warte mal, ist das hier? Wenn ich jetzt hier. Naja, nö, lass mal. Nö, hier soll ja. Soll hier eine Tür rein? Nö, eigentlich nicht. Ja, das war jetzt nicht richtiges Werkzeug. So. So, und dass da unten eine Lücke drunter ist, ist mir egal. So. Dann bauen wir mal hier so dran. Fällt mir ja nicht. Und dass hier eine Lücke drunter ist, ist mir auch egal. Schwebezustand. Diese Insel da unten finde ich irgendwie hat was Ästhetisches. Pegel in kleinen Kack. Gleich mal zerlegen. Nee. Kann leben, solange es mich nicht nervt. Wohlgemerkt. So lange. So und dann. Was mache ich bloß mit dem ganzen Netherrack? Na gut, kann drüben in die arkane Instituterei, in die dunkle Abtei vom Kevin rein. Alter. Ja, halte ich noch durch für weitere Zeit? Ich habe Lust darauf. Ich habe jetzt solche Lust noch weiter zu spielen. Ich mag nicht schlafen gehen. Wie ein guter Freund neulich sagte, schlafen können wir eines Tages noch lange genug. Richtig, Brudi. Ja. Aber wer weiß, vielleicht ist ja tatsächlich was dran an dieser Wiedergeburt und dann wird es gar kein Schlaf, sondern dann geht vielleicht die ganze Kacke wieder von vorne los. Nochmal Kindheit, nochmal Schulzeit. Uah. Dann schon lieber ewige Verdammnis, Digga. So. Findest du zu heftig, was ich gerade gesagt habe? Tja. Dann war deine Schulzeit wahrscheinlich klasse. Es soll ja solche Leute geben, die sich in ihre Schulzeit zurücksehen. Alter. Ja, wahrscheinlich Waldorfschule gewesen.
wenn du wie ich sozusagen unter Wölfen gewesen bist, dann hast du keine Lust, das zu wiederholen. Muss echt vorsichtig sein, dass ich da nicht runterfalle. Ja, und ach ja, ich wurde gefragt, ob ich denn den Nether so gerne mag, dass ich so viel Zeit da drin verbringe. Nein, ich mag den Nether eigentlich gar nicht. Deswegen, wegen dem, was ich gerade höre. Ja. Okay, Treppen hätte ich jetzt noch genug. Du kriegst gleich Haha. Oh, Digga! Endermann! Warte mal. Hier kann ich doch noch viel tiefer drunter stehen. Aber ich glaube, der Endermann hat sich schon weggemacht, oder? Ah, nee, da ist er! Alter! Du kriegst so aufs Maul. Warte mal. Nee, das geht nicht. Ich will nur nicht zu hoch machen. Das Vögelchen steht genau neben mir, ich sag's dir. Wo bist du denn? Naja, du Kacke. Mit was hau ich da eigentlich? Mit der Schaufel? Komm her. So, Enderperlen. Dann können wir ja bald endlich mal ins Ende und den Enderdrachen platt machen. So, ja, nee, also ich sehe, wo das Problem ist und ich werde es gleich mal beheben. Wir haben nämlich noch ein paar Vollblöcke haben wir noch. Ein paar Vollpfosten. Da soll ich die jetzt da rein friemeln oder... Ja, es sind nämlich zwei solche Dinge. Und dann kommen nämlich hier oben die Treppen dran. So, hier. Zack. Ja. So ist es dann wohl. Nee, aber das bringt uns jetzt auch nicht weiter. Ich will noch mal was gucken. Ja, warum holt er jetzt die Effizienzspitzhacke raus? Ja, um zu sterben vielleicht? Nee, aber so kriege ich auch mehr Netherquarz raus. Alter, ist das Ding schnell. Hieß du das? Palling, Ping Pong. So. Mach mal aus die Scheiße. Das ist Feuer und keine Scheiße. Das ist brennende Kacke. Ich sag das so. Hier gibt's noch mehr davon. Aber ich sollte aufpassen. Hier können überall Löcher im Boden sein. Ich hätte mal rüber nach Denisium gehen soll, nach Kevinum gehen sollen und den Respawn Anchor aktivieren sollen. Das ist alles Gold. Das ist alles Gold, was glänzt. Alter, warte mal. Also ganz gefährlich ist es nicht. Da oben ist noch jede Menge. Boah. Nein, nicht doch. Ich kann nur nicht reinlaufen, wenn ich auf der Flucht bin. Und dass ich auf der Flucht bin, kann hier ganz schnell mal passieren. Ich sage genau, kein Frosch. Ich will es ja nicht beschreien, ne? Okay. Übrigens, ich wollte eigentlich eine Pause machen und ja, das war's dann mal mit der Pause.